Yeah! Dude! Yo, da bin ich auch wieder. Und ich habe herausgefunden, woran es vielleicht liegen könnte. Hier, dieser Knopf, wenn ich den nicht drücke, dann kann ich einfach kein Angebot unterbreiten. Jo, dann machen wir das auch mal. Ihr Kollege meint, dass er sich das Angebot überlegen wird. Er meldet sich dann in den nächsten Tagen bei Ihnen. Okay. Wie ist es denn in der ersten Liga? Größte Vereine? Nö. Nun, die zweite Liga hat auf jeden Fall schon mal an uns Interesse. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, letztes Spiel haben wir 1-0 gewonnen. Ist natürlich nicht verkehrt. Damit sind wir auf dem ersten Platz weiterhin. So, ich möchte mal die Dudes 1-Aufstellung machen. Ja. Da haben wir 839. Bei der Dudes 2 haben wir 28. Weg da, Udi. Okay. Die Form ist natürlich auch begeisternd. Nur ist Darmbus-Form jetzt runtergegangen. Die war schon letztes Mal auf 17. Das war eigentlich sehr gut. Death Hunter ist auch nach oben gestiegen. Das ist wunderbar. Wunderbar. Schnelligkeit hat als nächstes Trainingsziel. Ja. Ist nicht verkehrt. Dambo, wie ist es bei dir? Ah, da oben Schusskraft. Ja, das kann man eigentlich ganz gut machen, denke ich. Also Schusskraft kann nicht, muss nicht verkehrt sein. Ja, okay. So, die zweite Mannschaft. Gucken wir es mal hier. Hier, diese ganzen Spackos. Also, Bratpfanne hat richtig heftig viele Tore schon geschossen. Erstklassig, es gab nie ein Problem. Mhm. Freistöße nur 30. Ja, da fällt mir ein, ich werde mal im Training, wenn das nächste Woche anfängt, mal ein bisschen mehr auf Standard setzen. Und Feldspielerfähigkeiten. So, einmal hier raus. Das bringt ihn total viel. Ja, werde ich auch noch. Das wird ihm total viel bringen. So, spielen wir gegen Holzbein Kiel. Den Wocheneditor. Also, wir werden mal. Ah, ne, nicht direkt so, sondern. Trainingsassistent. Ich mache Taktik. Flanken. Oh ja, Taktik. Ein bisschen. So vielleicht. Fähigkeiten. Da. Jo, hier. So. 8. Geistige Fähigkeiten, Fitness, Erholung. Ich weiß nicht, wie viel ich hier verteilen kann. Wieso sind hier noch 7 frei? Hm. Aha. Jo. Okay. Und wie ist das mit der zweiten Gruppe? Die haben verbleibende Einheiten 3, okay. Fitness, Taktik. Flanken. Ecken. Und Freistöße. Zack. Wocheneditor, Trainingsassistent. Hier hatte ich irgendwie 4. 8. Irgendwie so. Und dann machen wir nochmal hier lange Pässe. Freistöß. Ups. Lange Pässe und. Ach, Standards. Das ist doch gut. Okay. Machen wir das mal so. Ich gehe eine Runde joggen. Und ich quatsch mit den Jungs. Michael Jani. Super letztes Spiel. Super gehalten. Das hört sich nicht gut an. Ah, die drehen schon wieder durch. Sie denken, sie sind die geilsten. Tino. Talent, mach was. Freut sich, dass sie sein Talent erkannt haben. Aber auf der anderen Seite sieht er momentan keinen Grund für die Kritik. Schnauze, du Spacko. So, Ericsson. Gut trainiert, yo. Otaldo, Matz, gut trainiert.
können wir sonst sagen? Wie geht's der Familie? Danke, gut. Mhm. Jo. Okay, wen kann ich hier noch anquatschen? Zudina. Plus Talent. Und jetzt bla 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 bla. Sein Zustand bleibt unverändert. Consumer, du hast gut trainiert. Okay, das Vertrauen der Mannschaft ist sehr hoch. Natürlich ist es sehr hoch. Vorspul. Gegen Holstein Kiel. Die haben ja einen schlechten Lauf in dieser Saison scheinbar. Und da möchte ich natürlich auch, dass wir mal die Torfabrik anschmeißen und da ordentlich was raushauen. Und ich werde hier ein bisschen offensiver spielen. Mit drei Verteidigern. Mal gucken, was für eine Aufstellung wir dazu suchen können. Sind die bekloppt? Wieso gibt es hier nur Viererverteidigung? Dann muss ich mal hier ein bisschen was... Also mache ich erstmal das so, dass wir hier erstmal hier einen Stürmer reinbringen. Zack. Den hier oben hinstellen. So, blub. Und dann auf drei Innenverteidiger gehen. So. Ja, die können natürlich hier auch so sein. Ich besetze nur erstmal die Position. So, und das nenne ich dann Speichern. Ups. Dudes 3. Und damit weiß ich auch, was damit gemeint ist, natürlich. so. Okay, Assistent, was hast du mir dazu zu sagen? Okay. Ja, ist jetzt nicht um die allerstärkste Aufstellung, aber auch nicht verkehrt. Taktik. Dann wollen wir hier so das machen. Detailliert. Spielmacher lassen wir mal Darnbo sein. Sturmtank ist Death Hunter. Individuelle Anweisung. Du darfst gerne Distanzschüsse machen. Flanken dann bitte gar nicht und oft vorstoßen. Dribbling steil gehen. Okay, Death Hunter. Steil gehen, dribbeln. Joa. Flanken bitte gar nicht. Und zack. Und bei dir. Du hast Antritt 99. Du kannst richtig steil gehen. Den Ball halten. Dribbeln ist nicht so gut. Flanken nicht. Vorstöße. Okay. Gut, das lassen wir erstmal so. Laufwege. Obwohl, wir möchten jetzt nicht, dass die ganz aufmachen. Aber die dürfen ruhig ein bisschen nach hinten mitgehen. Laufen damit rein. Und ihr lauft außen. Und Dambo, du darfst natürlich auch. Auch wenn du Fernschüsse machst, natürlich hier so mit reinlaufen. So. Was macht meine Karriere? Ah ja, da habe ich mich angemeldet. 5% bin ich schon fit. 6%. Na, ob ich da mitmachen kann, das weiß man nicht. Ob ich da nicht lieber, oder ob ich da nicht eher sterbe. Ah, hier geht das schon wieder runter. Schade, da hätte ich... Na, nee. Hier muss ich einfach warten und es ist wahrscheinlich nicht... Ja, so super gut. Aktienmarkt. Borussia Dortmund. Minus 14%. Juve geht richtig ab. 5% plus. Ja, kann ich das hier irgendwie sehen? Nee, da kommt noch... Kriege ich wahrscheinlich irgendwann eine Nachricht. Ja, das ist die erste Mannschaft. Die zweite... Okay, Bratpfanne immer noch mit einer 73. Wäre natürlich schön, wenn er sich jetzt auch noch stärker verbessern würde. Was trainiert er denn? Schusskraft. Dribbling hat er auch sehr gut. Ja. Da können wir nochmal ins Training gehen. Und mal sehen. 10 Nachrichten. Die habe ich gar nicht mitgekriegt. Neuen Cheftrainer, Präsident. Es spricht davon, dass gelungen sei, die Verantwortlichen im Verein kurze Zeit und seine Tätigkeit zu überzeugen. Interesse, Interesse. Holstein Kiel hat Interesse an ihn. Oh. Jungspieler, aha. Abgelehnt.
teilt ihnen mit, dass er ihren Vertrag für einen Kooperationsvertrag ablehnt. Wir haben intensiv darüber debattiert, doch ein kleines bisschen dann, noch ein kleines bisschen, dann könnten wir uns wahrscheinlich einig werden. Das heißt, ihr wollt mehr Geld, ihr Schweine, oder was? Spitzenmannschaft, Spitzenspiel, okay. Noch ein kleines bisschen? Heißt das, die brauchen noch? Na gut, dann lassen wir das erstmal noch. Kooperationsverträge haben wir noch keine. Gut, dann war es das erstmal für diese Folge und wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.